Tempomacher, Torjäger, Durchstarter und schon bald einer für Julian Nagelsmann? Maximilian Bayer ist einer der größten Rohdiamanten Deutschlands und mit schon 5 Toren nach Leroy Sané der beste deutsche Torschütze in der Bundesliga. Die Fragen an Bayer zu einer potenziellen Nationalmannschaftsnominierung häuften sich schon vor einigen Wochen. Der Rat von seinem Trainer? Ja, ist ganz einfach. Diese Frage nicht beantworten. Jetzt hat er erstmal Ruhe. In Nagelsmanns erstem DFB-Kader steht Bayer noch nicht. Noch, wohlgemerkt. Denn nicht nur bei der TSG Hoffenheim sorgt Bayer für Furore, sondern auch bei der U21-Nationalmannschaft. Maxi war ein ständiger Unruheherd, hat sein Tor gemacht gegen die Ukraine und auch so immer wieder gegen Kosovo für Betrieb gesorgt und dieses Selbstvertrauen mit in den Verein genommen. Mit gerade mal 20 Jahren bringt der Stürmer der TSG eine unglaubliche Dynamik mit, hat einen Top-Abschluss und ist vor allem ein ausgezeichneter Umschaltspieler. Doch seine größte Stärke, meint sein Ex-Trainer bei Hannover 96 Stefan Leitl, ist seine Bodenständigkeit. Bayer habe eine gute Selbsteinschätzung und hebe nicht ab. Man hört, dass es auch sein Wunsch ist, dass man ihn jetzt noch weitgehend aus den Medien raushält. Scheint kein Abheber zu sein in dem Sinne. Also eher ein bescheidener Junge, der weiß, wo er herkommt und wo er gerade steht. Und es noch viel Arbeit vor ihm liegt. Aber wie gesagt, mit der Einstellung und mit den Qualitäten ist viel möglich. Dabei ist er so schnell, dass er physikalisch gesehen nahezu abheben könnte. Sein Topspeed bei Hannover lag in der letzten Saison bei 36,43 km/h. Damit hätte er es in der ersten Liga in die Top 5 geschafft. Auch in dieser Spielzeit ist Sprintkönig Bayer ganz vorne dabei und verblüfft auch die Trainer der Konkurrenz. Das ist wahrscheinlich jetzt der aktuelle Shootingstar, den sie in der Mannschaft haben. Sehr wichtige Tore hat er erzielt, ist jetzt glaube ich schon mit 35,5 km/h einer der schnellsten Spieler und ist jetzt nach seiner Leihe aus Hannover zurückgekehrt und ist jetzt ein extrem wichtiger Faktor. Man sieht, sie haben in dem Bereich auch viele Jungs dazugeholt, mit Berisha, mit Weghorst, und dass sich dann der junge 20-Jährige da durchsetzt, zeigt, dass er nicht nur einen guten Lauf hat, sondern dass er auch richtig gute Qualität mitbringt. Bayer ergänzt sich bei der TSG perfekt mit Sturmkante Wout Weghorst, der vom Profil her wiederum ähnlich ist wie die für die Nationalmannschaft nominierten Niklas Füllkrug und Kevin Behrens. Der schnelle und wendige Stürmertyp Bayer könnte das Offensivportfolio von Julian Nagelsmann nochmal erweitern. Man merkt auch, die Aufmerksamkeit wächst. Es gab jetzt die eine oder andere Schlagzeile um ihn herum. Wir hoffen einfach, dass er sich gut entwickelt, weil deutsche junge Stürmer sind immer gefragt. Da trifft es sich ja ganz gut, dass sein Trainer mit dem Bundestrainer ganz zufällig befreundet ist. Nein, habe ich nicht mit Julian drüber gesprochen und bin auch der Meinung, dass Maxi in der Richtung keine Schlagzeile mehr braucht. Ich glaube, dass er in den letzten Wochen gut geleistet hat bei uns, hat auch verdient, immer wieder gestartet und auch die Tore gemacht, und freue mich auch auf seine Weiterentwicklung. Aber über Julian habe ich über diesen Thema gar nicht gesprochen. Wenn man den Worten von Matarazzo Glauben schenken darf, dürfte das erste Gespräch über seinen Rohdiamanten aber nicht mehr weit weg sein. Denn performt Maxi Bayer weiter so wie an den ersten 7 Bundesligaspieltagen, dürften aus den Schlagzeilen über den potenziellen Nationalspieler Bayer schon bald Forderungen werden.